Es tut mir leid. Schon okay. Ich gehe dann mal ins Bett. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ach, diese Lügerei, vor allem vor Gregor. Weißt du, mich das ankotzt? Wenn ich das nicht wüsste, dann wären wir gar nicht mehr zusammen. Mann, Christian, hast du keinen Schiss, dass die Seifenblase eines Tages platzt? Dass Walle rausfindet, dass du seine blöden Ampullen gar nicht spritzt, dass wir zusammen sind. No risk, no fun. Und wenn du ihm ganz offen sagst, was los ist? Ach, vergiss es, dann war die ganze Schinderei umsonst. Ja, vielleicht auch nicht. Ich meine, Walle weiß doch inzwischen, dass du gut bist. Ich habe mich gerade mit Walle unterhalten über einen schwulen Boxer, den er mal unter Vertrag hatte. Als das rauskam, da war er weg vom Fenster. Karriere futsch. Olli, vor 2 Wochen, da wollte ich mich outen, da hast du mich dran gehindert. Wahrscheinlich hast du recht. Karriere oder Wahrheit, beides geht wohl nicht. Olli, du weißt hoffentlich, dass mir unsere Beziehung wichtiger ist als meine Karriere. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du damit nicht leben kannst, dann gehe ich hey. Sofort zu... Von mir bekommst du jede Unterstützung, die du brauchst. Aber bitte pass auf dich auf.